So Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Und heute ist der Tag der Tage. Heute behandeln wir mal mein Fitment, mein Reifenfelgen-Fitment, weil das ist schon ziemlich schwach, ziemlich weak. Also viel Platz ist nicht, aber darum geht's. So, dafür müssen wir noch ein paar Sachen kaufen, ein paar Utensilien zum Einbau. Wir haben noch ein kleines Problem, was wir später sehen müssen, ob das überhaupt hier alles so passt, wie wir wollen, aber ich denke, das wird schon und dann bis gleich. So, wir haben es geschafft, wir sind wieder zurück und Wolf ist auch dabei. So, und heute bauen wir jetzt nun die Dinge ein. Das sind jeweils 20 mm pro Seite, also 40 auf der Achse. Die kommen dann bei mir auf die Hinterachse. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir halt, wie vorhin schon gesagt, hier haben wir halt relativ viel Raum, so locker so 2-3 cm. Nun haben wir halt die Kante und jetzt müssen wir schauen, ob das klappt oder nicht. Ah, das sehen wir dann gleich. Und zuerst nehmen wir jetzt mal die Reifen runter und dann kommen wir to the next step. Das ist nicht mal ein Tight Fit Wolf. Ein Tight Fit. Und so fail, Digga. Was Sie hier gerade gesehen haben, ist pure Dummheit und wir hätten die Schrauben erst lockern müssen, wenn das Auto auf dem Boden gewesen wäre. Aber wir hatten eine Idee. Oh! Eigentlich, man nennt ihn auch Ingenieurstudent. Ich habe eine Grundstich an der TU festgewiesen. Gar das Ding vom Rost befreien. Das heißt, da, wo jetzt hier am Flansch, wo jetzt die Schanzscheibe auf das Ding trifft. Egal, wie das heißt. Das Ding also. Das Ding. So, wir haben jetzt den ganzen alten Rost runtergerubbelt mit unserer Stahlbürste. Und wenn man hier mal ganz genau hinsieht, okay, per Hand kriegst du es nicht besser hin. Ich weiß, nicht perfekt, aber wenn man es mit der anderen Seite vergleicht, doch schon ein deutlicher Unterschied vom Rost her. So, jetzt wischen wir noch einmal rüber und dann tragen wir Kupferpaste auf als Korrosionsschutz, damit wir die auch wieder ordentlich abkriegen. Weil der größte Schmerz ist nachher, wenn diese Zahnscheiben nicht mehr abgehen oder angerostet sind und du dann erst mich runterkriegst. Das ist, glaube ich, das Worst-Case-Szenario und darauf habe ich keinen Bock. Deswegen machen wir es wieder ordentlich, statt zweimal. Ne, Wolf? Mm. Look at them double machen. Oh, einmal zuppe machen. Zuppe machen. So, jetzt tragen wir die Paste auf. Oh, geil. So. Skip. So, und da wir Stehbolzen haben, also hinten auf der Achse, haben wir hier auch Stehbolzen schon integriert in der Distanzscheibe, damit wir dann hierauf die Reifen schrauben können. Hierdurch kommen die alten Stehbolzen, wo wir dann das dann befestigen werden. Freunde, wir müssen, oder ich muss euch eigentlich schon erst machen. Wir waren gerade dabei, hier das Zahnscheibe festzuziehen. Und dann habe ich mich nochmal vergewissert, ob das auch mit überhaupt kompatibel mit meinen Reifen ist. Und was sehe ich? Nein. So, weil die meisten Felgen haben eigentlich so eine Aussparung, wo die Distanzscheiben, also die Muttern, dann auch Platz finden. Aber da das nur eBay 300 Euro Billigfelgen sind, nicht von mir, sondern vom Vorbesitzer, ja, haben wir gefailed. Alles umsonst. Macht nicht den Fehler wie ich und informiert euch vorher, weil sonst ist die ganze Arbeit umsonst. Seit wir es verkackt haben, gehen wir erstmal das Auto waschen und wir lassen uns den Tag nicht verderben. Thank you.
Wolfgang. Ich finde, du hast einen schönen Job gemacht. So, Freunde, wir haben es geschafft. Autos gewaschen. Fokus, Autofokus läuft auch nicht. Und wir gehen jetzt eine Runde Burger essen. Bei Wind Burger. Warte noch kurz auf den Freund. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.